So, dann hallo und herzlich willkommen zu Thief, Deadly Shadows. You really think so? Who knows? It's an old part of town. Streets are all different here, not like Aldale or Stone Market. Ah, what do you know about it? I could have been in the city watch. I knew it that well. I could find my way around blind. Bet you've seen things. You wouldn't believe it. Saw a rat once as big as a dog. I saw a man dead in the street without his skin. Come on, who takes somebody's skin? Wer würde denn jemandes Haut klauen? Jemand, der das verarbeiten möchte, das ist im Prinzip Leder. Ich meine, Menschenhaut ist auch nur Leder im Prinzip. Von daher ein verrückter Ledermacher. Lebenstrank. Ja, können wir benutzen, sehr schön. Und unnötiger Brief. Woo! So. Durch etliche Aufnahmeprobleme habe ich diesen Raum schon mal machen müssen. Und der steht einfach nur da und starrt durch das Fenster raus. Sie sind nur blackjackbar, wenn man den, wenn er den Knüppel so hebt. Das heißt gleichzeitig auch, ne? Ich glaube, es geht nur, wenn sie halt. Achso, er will ihn reinwerfen, okay. Wenn sie nicht die Waffe gezogen haben. Also wieder ein einfaches Schloss, da kann man eigentlich nur in drei Richtungen haben. Einmal hier, hier, nein, vier. Und entweder hier oder hier. Prozent Loot. Wir haben auf Mittel gestellt, das heißt, wir brauchen 40% Loot. Noch mehr Text. Aber es geht voran. Ja, Wurfgeschosse sind immer gut. Machen auch schön Krach, wie man hört. Gut, hier in dem Büro ist nichts. Und oben. Ja, es gibt später noch schwerere Schlösser, aber am Anfang sind sie halt die einfachen. Und da gibt es nur vier Lösungsmöglichkeiten überhaupt. Also pro Ring. Von daher. After tonight, I'm gonna sleep for a week. Wenn ich das hier gegen die Säule werfe. Ja, dann müsste er einmal rumkommen. Dann schmeiß ich das hier an die Ecke. Und wir warten, bis er wieder beruhigt hat. Wir hören jetzt, dass er kommt. I heard you. So you're not gonna make me look in every last little corner, are you? Nein. I'm losing patience, you noisy little taffer. Forget it. Whatever made that noise is gone, gone, gone. Na, 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 na. Wir sind voll freundlich zu ihm. Kein Problem. Wo legen wir den jetzt hin? Ja, aber das ist so meine beliebteste Taktik, sag ich mal.
Wenn sie jetzt aufwachen würden, würde ich sogar sagen, gehen wir noch einen Schritt weiter und werfen sie aus dem Fenster. So. Was ist hier oben eigentlich? Krass. Das zum Beispiel kannte ich gar nicht. Ja, ich sag mal so, who cares? Ganz ehrlich, das ist nicht unser Problem. Aber wenn der jetzt zum Beispiel die bewusstlosen Wachen vor dem Fenster finden würde, weil er größere Wege geht, größere Patrouillenwege hätte, dann könnten wir ein Problem haben. So. Mal sehen, was sagt denn die Map dazu? Frontgate, wir sind hier. Sind dann hier rein. Müssten hier irgendwo rumkriechen. Und wollen ins Basement. Glaube ich. Weiß ich nicht. Großes Zimmer. Statue und ein Typ kommt auf uns zu. Und geht wieder. Okay, bis wohin läuft er? Er war komplett hier im Schatten, meine ich. Okay, er kommt zurück. Ich versuche möglichst wirklich möglichst wenig Tode zu verursachen. What was that? Er wollte zweimal zuschlagen. Ja, da muss ich halt aufpassen, hier diese kurze teppichlose Fläche hat ihn zum Stutzen gebracht. Dieses Zimmer dürfte jetzt sicher sein. Bring ihn halt ein Zimmer weiter. Oh, hat das der Tisch eigentlich irgendwelche Schubladen? Nein, dann nicht. Ist auch nichts. Aber regelmäßig speichern darf man nicht vergessen. Ja, dann gehe ich nochmal ganz kurz nachgucken, ob die Soundaufnahme noch läuft. Ich bin bei diesem Spiel nicht sicher, wo und warum sie abbricht. Ja, läuft noch. Wie ihr hört. So, ich weiß, dass ich im Ladebildschirm aufpassen muss, weil im Ladebildschirm bricht sie manchmal ab. Oder im Missionsmenü, eins von beidem. Wenn ich jetzt hier wirklich auf Easy Mode gehen wollen würde, würde ich sagen, erschieße ich die einfach. Ja, weil den jetzt mit dem Pfeil und Bogen wegzusnipern dürfte nicht das Problem sein. Ich meine aber, er kommt gleich nochmal einen Schritt näher. Ja. Nein, er geht. Ah, das ist das, okay. Wenn das jetzt kein LP wäre, würde ich das so machen, dass ich da oben den Kerzenhalter nehme. Sehr gut. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Ist das eine Sackgasse? Nee, keine Sackgasse. Düb, 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 düb.
Lasst mich durch, ich habe einen Bewusstlosen. Höpf. Ah, oh, da fällt er nicht auf. Mitten im Licht. Genau. Normalerweise hätte ich hier den genommen und dann hier gegen die Wand geschmettert. Wäre ein Raum zurück. Also, hier gegengehauen, ein zurück. Gewartet, bis er sich beruhigt hat, hinterher draufgeschlagen. Aber so geht es natürlich auch. Das LP möchte ich mit nicht ganz so viel Ruhe, wie ich es sonst hätte, machen. Weil, ja, doch, es kann schnell langweilig werden, wenn ich mir Zeit lasse. Keins dieser Gemälde ist irgendwie wertvoll? Och, bitte. Rutherford Family Vault. That opal is as good as mine. Ja, aber da müssen wir noch irgendwie reinkommen. Kleiner Thief. Ja. Böse Fuck. Okay, da kann ich nicht rüber. Dann haben wir hier noch einen großen Raum, den wir nicht geleert haben. Da ist jemand. Auf jeden Fall. Wir haben deutlich Stimmen gehört. Alarmierte Wache, weil ich eine Kerze gegen die Wand geworfen habe. Da kommt er. Just make one more little noise. Ich sehe da hinten was glitzern. Und das nächste Geräusch, das ich vorhabe zu machen, ist mein Schläger auf deinem Kopf. Von hinten. Beruhig dich. Er hat sich wieder beruhigt. Der auch. When's that dinner coming? That's what I want to know. Wir haben alle Zeit. Ich finde es immer ärgerlich, dass ich die Waffen von denen nicht mitnehmen kann. Wäre das nicht viel sinnvoller?
Nicht, wenn wir sie nicht nur bewusstlos schlagen, sondern auch entwaffnen. Falscher Flügel. Hier waren wir noch gar nicht. Verdammt, könnte man sagen. Oh, wir fangen aber von oben an. Wir machen hier oben erstmal alles platt. Und da die Tür zu ist, gilt sie für mich noch als Wand. Na, bewegst du dich noch? Ich weiß, dass er sich noch herbewegen muss. Nein, er bleibt ja wirklich eiskalt so stehen. Bertram. Gut, dich bringen wir erstmal wohin, wo es dunkel ist. Und dann kümmern wir uns um dieses aufdringliche Zimmer hier. Ah, sehr schön, der Levelausgang. Oder einer der. Das sieht mir nach einer vernünftigen Ablage aus. Hier ist nichts mehr, hier ist nur ein Brief. Geld. Ja, 2 Minuten. Oh, das ist ein dickeres Schloss. Wieder an der gleichen Stelle, ist okay. Die können jetzt auch hier auf jeweils die Viertel sein. Beziehungsweise auf 8. Aber es ist ganz einfach. Jeweils 90 Grad gewesen. Niemand! Was für eine angenehme Überraschung. Ja, man kann hier auch auf so Sachen draufklettern. Das ist natürlich ein super Versteck, weil die Wache oben nie nachguckt. War das wirklich alles? Ich meine, das war ein Loot-Gegenstand. Ich bitte dich. Spiel. Okay, dann, ich habe gerade gesehen, dass hier noch mehr ist. Hier der Durchgang. Ich versuche mal zum nächsten Mal rauszufinden, wie ich die schieben kann. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.